Leute, ich find's übrigens richtig, richtig, richtig klasse, dass ihr mich endlich zur Jam Session eingeladen habt. Doch, ja, womit starten wir? Ich habe jetzt gar keine Noten dabei. Ja, gar kein Problem. Wir machen einfach Autumn Leaves. Das kennt jeder. Das ist ja einfach, ne? Also gar kein Problem, oder? Oh, nee. Ist kein Problem. Herzlich willkommen bei Musikdurchblick. Ich bin der Sebastian und damit du in Zukunft niemals in so eine unangenehme Situation kommst, sprechen wir heute über das Leadsheet und was dabei alles beachtet werden sollte. Das Wort Leadsheet besteht aus zwei Elementen. To lead bedeutet auf Deutsch so viel wie leiten oder führen. Und Sheet ist einfach nur der englische Begriff für ein Blatt Papier. Ein Leadsheet ist also eine Art Leitpapier, in dem alle wichtigen Infos zu einem Song kompakt und schnell lesbar festgehalten werden. Besonders im Jazz, aber auch in der Pop- oder Rockmusik werden Noten oft nur in vereinfachter Form eines Leadsheets für alle Beteiligten abgedruckt, anstatt dass es eine umfangreich ausnotierte Partitur für jedes einzelne Instrument gibt. Die wichtigsten Bausteine eines solchen Sheets sind die Melodie, manchmal mit Text, und die Harmonien in Form von Akkordsymbolen über dem Notensystem. Die bekannteste Sammlung von Leadsheets findet sich in den sogenannten Realbooks, eine Art Notenbibliothek mit fast allen Jazz-Songs, auch Standards genannt. Lass uns doch direkt mal eine kleine Analyse anhand des Leadsheets vom sehr bekannten Jazz-Standard Autumn Leaves machen. Dabei zeige ich dir Schritt für Schritt, was du beachten musst und was das Ganze dann in der Praxis bedeutet. Los geht's! In der obersten Zeile sehen wir natürlich den Titel des Songs Autumn Leaves. Rechts daneben steht der Komponist bzw. in diesem Fall der Übersetzer, Johnny Mercer. Links steht in Klammern die Abkürzung Med Jazz. Das steht für Medium Jazz und ist eine Tempoangabe, die uns sagt, dass der Song in einem mittleren Swing-Feeling gespielt werden soll. Dem zugrunde liegt der ternäre Rhythmus oder auch Shuffle. Wenn du noch nicht weißt, was das ist, kannst du dir hier das passende Video dazu anschauen. Als nächstes sollte man immer rausfinden, in welcher Tonart der Song geschrieben steht. Dazu schauen wir auf den Anfang der ersten Notenzeile und überprüfen, ob dort Vorzeichen stehen und wenn ja, welche und wie viele. In diesem Fall steht hinter dem Violinschlüssel ein Kreuzvorzeichen, das innerhalb des Songs jedes F zu einem Fis erhöht. Im Bestfall weißt du also nun direkt, dass der Song in G-Dur oder E-Moll steht. Wenn du dir aber unsicher bist, kannst du zum Beispiel im Quintenzirkel nachschauen, der gibt dir einen super Überblick. Und auch da sehen wir ein Kreuz gleich G-Dur oder E-Moll. Ein weiterer Hinweis auf die Tonart ist außerdem der letzte Akkord des Songs, da dieser meist auf dem Grundton landet, um den Song harmonisch abzurunden und so zu einem richtigen Schluss zu führen. Über den letzten zwei Takten steht das Akkordsymbol E-Minus, was E-Moll bedeutet. Wir haben natürlich auch ein passendes Video zu den Akkordsymbolen. Die solltest du unbedingt flüssig lesen können, damit du schnell reagieren kannst, wenn dir mal so ein Sheet vorgelegt wird. Zur Info. Das Symbol über dem letzten Takt zeigt an, dass der Akkord des vorherigen Takts einfach wiederholt wird. Autumn Leaves steht also in der Tonart E-Moll. Jetzt befassen wir uns mal noch mit dem Ablauf. In der zweiten Zeile des Songs steht eine Art eckige Klammer mit einer 1 über den Noten, und in der Zeile darunter gibt's das gleiche nochmal mit einer 2. Man nennt diese Klammern tatsächlich einfach erste und zweite Klammer. Manche Leute sagen umgangssprachlich auch Haus 1 und Haus 2. Aber was bedeutet das? Wenn du genau guckst, siehst du in der ersten und in der dritten Zeile so einen etwas dickeren, doppelten Taktstrich, auch eine Art eckige Klammer mit jeweils 2 Punkten. Das ist ein Wiederholungszeichen. Wenn du also die Melodie von Anfang an spielst, kommst du an der ersten Klammer vorbei und spielst bis zum Wiederholungszeichen. Danach springst du an den Anfang zurück bzw. zum ersten Wiederholungszeichen und spielst das Ganze nochmal. Beim zweiten Mal spielst du dann allerdings an der Stelle der ersten Klammer nicht weiter, sondern springst in die zweite Klammer in der dritten Notenzeile. Die führt dann in den nächsten Teil des Songs. Die erste und zweite Klammer steht also für den ersten und zweiten Durchlauf. Der Song ist insgesamt in 3 Abschnitte unterteilt. Das erkennst du an den doppelten Taktstrichen am Ende einiger Zeilen. Diese Abschnitte werden nach Buchstaben benannt. Es gibt also den A-Teil, dieser wird wiederholt, den B-Teil
und den C-Teil. Jeder Teil hat seine eigene kleine Klangwelt, so verändern sich zum Beispiel die Melodie und die Akkorde deutlich, wenn es in den B-Teil geht. In manchen Liedsheets stehen die Buchstaben auch in einem Quadrat über dem jeweiligen Abschnitt. In einer Jam-Session könnte dieser Song jetzt beliebig oft wiederholt werden. Beim ersten Durchlauf wird das Melodiethema gespielt, danach improvisieren die einzelnen Instrumente über die Harmonien. Zum Schluss gibt jemand ein Zeichen, ein Cue und alle hören gemeinsam auf. Dort, wo das Wort Fine steht, nämlich am Ende. Und jetzt gibt's nochmal den kompletten Song. Heute kann ich nicht noch genauer auf die Akkorde und ihre einzelnen Funktionen eingehen. Würde euch das denn interessieren? Sagt uns gerne in den Kommentaren Bescheid und abonniert am besten direkt unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Ciao und bis bald!